Hallo liebe Campingfreunde. Ja, erstmal die Brille ab. Hier drin ist ja nicht nötig. Wir kommen zum nächsten Video. Ihr seht, die Sonne scheint. Ich sitze im Rusty. Klar, ich fahre natürlich nicht weg, aber ab und zu mal einfach nur mal reinsitzen und ein bisschen Homecamping machen. Das schadet dem Gemüt nicht, ne? Also von dem her kann ich mir auch gut vorstellen, heute Nacht einfach mal hier drinnen zu verbringen oder vielleicht auch mal was zu kochen. Direkt neben meiner Wohnung, wer weiß. Aber heute möchte ich euch mal nichts vom Coronavirus oder von irgendwelchen Bad News erzählen, sondern das Leben geht ja weiter und viele von euch sind ja auf der Suche nach einem Kastenwagen. Bei mir geht es ja auch wieder los. Die einen oder anderen, die meine letzten Videos angeschaut haben, haben schon ein bisschen was rausgehört. Da bin ich ja ein bisschen auf der Suche momentan nach einem Nachfolger. Wann es sein wird, dieses Jahr, nächstes Jahr, wer weiß. Ich schaue mich jetzt schon mal um. Rusty wird natürlich riesengroße Fußstapfen hinterlassen, ganz klar. Also so einfach wird es nicht werden. Aber mein Ziel war ja bis 30.000 Kilometer und da bin ich jetzt zwar noch ein paar Tausend davon entfernt, aber muss mich so langsam ein bisschen umschauen. Und deswegen bin ich auch genauso auf der Suche wie manche von euch auch. Und da man leider momentan nicht weg kann oder weder irgendwelche Kastenwagen anschauen kann, noch irgendwelche Frühlingsmessen auf sein werden, habe ich mir gedacht, machen wir das Ganze einfach von zu Hause aus. Ja klar, wieso nicht? Ne? Ich meine, die Händler sind ja vor Ort, manche wohnen sogar direkt nebendran oder im Haus. Die Höfe sind voll Kastenwagen, also wieso soll ich die nicht einfach fernsteuern? Ist mir heute Nacht so gekommen, wieso soll ich die nicht einfach fernsteuern? Ja klar, logisch, die haben ja alle ein Handy in der Tasche oder was auch immer und das, was ich sehen möchte, können die mir zeigen. Ne? Und zusätzlich bekomme ich gerade noch paar wertvolle Tipps, die ich ansonsten vielleicht nicht fragen würde. Und deswegen habe ich gedacht, fangen wir doch mal an mit einem Megamobil, mega passt. Und schauen wir uns das Fahrzeug einfach mal an. Da hat es ein paar Neuerungen im neuen Modell. Und die Mona und der Nico, die sind jetzt vor Ort in Österreich an der deutschen Grenze und zeigen uns mal ein bisschen was von dem Megasport. Da bin ich jetzt richtig mal gespannt. Die zwei tun wir jetzt mal richtig fernsteuern und mal schauen, ob das klappt. Aber nimm es nicht so übel. Die zwei sind nicht so ausgestattet mit Kamera, machen das auch nicht so oft. Also wenn es da mal einen Wackler gibt oder die Bildqualität nicht so stimmt, seht's nach. Es ist zumindest mal ein bisschen Abwechslung in der heutigen Zeit, würde ich sagen. Ne? Und alle diejenigen, die denken, der Akku geht nicht vor die Türe, dem ist nicht so. Eigentlich wisst ihr genau, was ich mit meinem letzten Video erreichen wollte. Und bei manchen habe ich es erreicht und schwamm drüber. So, jetzt würde ich sagen, schalten wir mal in mein Homeoffice nach drin und dann rufen wir mal zusammen hier Mona und Nico an. Hallo liebe Campingfreunde, jetzt angekommen hier im Homeoffice, machen wir mal eine Verbindung Richtung Österreich. Mal gucken, wie es Mona und Nico geht, hier mit ihrem Megamobilverleih. Und jetzt schalten wir mal rein in die Geschichte. So, da sind sie schon, die zwei. Servus. Hi. Erstmal die Frage natürlich, hey, wie geht's euch? Ja, den Umständen entsprechen natürlich. Ich meine, wir sind bei uns in Vorarlberg wird noch mehr kontrolliert, wahrscheinlich wie in Deutschland. Also ausgangssperrenmäßig ist bei uns enorm. Aber wir tun das Beste draus. Ich meine, wir dürfen nur raus, wir dürfen auch an unserer Halle oder an unserem Standort, aber ja. Keine Kundenbesuche, keine. Okay. Ist klar. Dann bin ich jetzt heute euer erster und einzigster Kunde vielleicht. Hä? Wer weiß. Ja. Ihr wisst ja alle, ich bin wieder auf der Suche nach einem Nachfolger vom Rusty. Bei 30.000 Kilometern habe ich mir so eine Grenze gesetzt und jetzt geht es für mich wieder los mit der Suche. Und was gibt es Besseres, als euch zwei hier gleich mal euer Schmuckstück vorstellen zu lassen. Hinter euch steht schon was. Was ist denn das Schönes für ein Megamobil? Das ist ein Megasport 640. Den haben wir ziemlich gut ausgestattet für unsere Vermietung. Also der steht hier für die Vermietung auf 18 Zoll. Kann ich mal zeigen. Prima, also Leute, nehmt es mir nicht übel. Nimmt es mir nicht übel, wenn hier die Qualität nicht so hundertprozentig ist. Erstens mal ist das jetzt alles hier per WhatsApp. Dann haben wir hier auf der linken Seite noch so ein schönes Banner, das ich nicht wegbekomme. Also ist alles improvisiert, aber so ein kleines Video, so eine kleine Roomtour, für das soll es lang. Gell? Jetzt schauen wir mal an. Oh, wie geile Felgen sind da drauf. Das sind die neuen Bobbe CW5. Okay, haben wir geil, 18 Zoll. 18 Zoll, die sind richtig geil. Geh mal näher ran. Ich tue euch jetzt mal ein bisschen fernsteuern, okay? Geh einfach mal näher ran hier. Und wenn es geht, die Hand vor der Linse weg.
bin jetzt nur gerade am Schauen, wie es am besten hinkriegt. So. Jawohl, okay. Geil, geil. Deine geilen Felgen, sieht das schon geil aus. Ein bisschen sportlich, kann man hören. Da ist übrigens euer Logo drauf, jawohl, Mietcamper. Ja. Dann haben wir Gas. Außendusche. Außendusche, jawohl, das ist natürlich hervorragend. Wenn wir schon kein Fenster haben im Bad, mit warmem Wasserregelung, perfekt. Dann. Dunkle Scheiben jetzt, gell? Ja, Rahmenfenster mit dunklen Scheiben, kann man nicht mehr reinschauen. Ne? Besonders hinten im Schlafzimmer ist das ja ab und zu mal notwendig. Ja. Rein gehen wir nachher. Wow, schön dekoriert auch, ne? Super. Aber noch nicht fertig. So wie man es natürlich auch kennt von der Mona. Ne? Übrigens, Dekoration ist ihre Stärke, gell? Ja. Dann wie bei Megamobil bekannt, Gas. TV-Anschluss, genau. Und Wasser, alles an seinem Fleck. Ich gucke immer mal hier rechts auf meinen Bildschirm, wie lange die Aufnahme noch dauert, weil ich muss immer wieder von vorne starten. Aber noch läuft's. Also von dem her, ja, Megamobil, logisch, viele serienmäßige Ausstattung. Und die Rahmenfenster, die machen sie jetzt natürlich auch her. Und jetzt gehen wir mal hier schön rein. Was habt ihr denn da noch Schönes? Neue Küche. Eine neue Küche? Natürlich der Biertisch, war ich eh für draußen. Ja, coole Sache, okay. Habt ihr ein bisschen bei Lastrada abgeguckt, gell? Ja. Super, hier. Zeug und so. Von draußen auch. Wow, okay. Kommt man von außen und von innen rein, das finde ich schon mal cool. Jawohl. Du weißt, was auch gut ist, wenn dir mal was runterfliegt hinten an den Schubladen, kommst du sonst nie mehr hin. Weißt du, wenn jetzt ein Besteck oder irgendwas mal runterkeilt, Richtig. Und so kommst du super wieder hin. Sauber, sauber. Was habt ihr dann da für eine Innenausstattung gewählt? Die sieht echt cool aus. Da haben wir vom Holzdekor, das hier ist das Halifax. Okay. Und da haben wir Magnolia genommen. Ein bisschen mal ein Kontrast zu Money, weißt du? Ja. Den Money habe ich euch ja schon vorgestellt, der MAN. Megamobil, könnt ihr euch daran erinnern, da bin ich ja schon Probe gefahren. In der jetzigen Zeit geht das leider nicht und deswegen machen wir das jetzt hier schön mit ungefähr 200 Kilometer Abstand. Hä? Perfekt. Mona nimmt aus Platz auf Marki seinen Platz. Ja, jetzt. Nimm mal Platz auf meinem Platz, jawohl, sauber. So, jetzt schwenkt mal schön rein in die gute Stube hier. Ich möchte jetzt sehen, was ihr seht. Jawohl, 22 Zoll Bildschirm. Von Alka habe ich ja bei mir auch drin. Wie seid ihr zufrieden? Habt ihr schon getestet? Sehr gut, sehr gut. Also die Alka-Anlage ist wirklich top. Top, gell? Wirklich top. Jawohl. Schnell. Da drin haben wir auch die Steuereinheit. Genau, ja, wie bei mir auch. Richtig. Ja. Fährt schnell hoch und alles. Jawohl. Ihr habt auch, wie gesagt, eine neue Küche. Ist von innen auch was anders? Ja, die Schubladen sind anders. Sind jetzt geteilt. Super zum Einräumen. Oh ja, toll. Tu sie mal einzeln. Gefällt mir gut, ja. Voll super. Ja. Soft Close drin. Passt auf. Soft Close ist ganz klar. Jawohl, läuft super, mega. Hier auf der Seite haben wir auch noch mit zwei. Jawohl. Also. Also, ich muss schon sagen, top. Hä? Jetzt bin ich mal gespannt. Auch der Tisch hat sich ein bisschen geändert. Ja, genau. Also, wir haben jetzt ab sofort auch den schrägen, gewünschten, abgeschrägten Tische. Ja, genau. Das habe ich ja letztes Mal beim Manni ein bisschen bemängelt, dass der noch nicht drin war. Aber natürlich immer noch ausziehbar. Sauber, jawohl. Auch schöne Sitzbezüge habt ihr. Das ist ja noch eine Stärke von Megamobil. Megatextil, ne? Wie heißt denn der Stoff? Johannesburg. Also wir haben jetzt auf unserer Internetseite auch die ganzen neuen Stoffe, wo jetzt rauskommen sind. Es sind noch einige dazukommen. Ja, Hölzer sind auch noch einige dazukommen. Wir haben auch einen neuen Boden, 50 Kilo leichter. Okay, das macht doch, 50 Kilo leichter macht natürlich was her. Leute, ich sag noch mal kurz, nochmal für alle Zuschauer, die jetzt noch ein bisschen so mit der Nase rumpfen. Die Qualität ist nicht die beste, ich weiß, aber in der jetzigen Situation müssen wir halt hier auch Einstriche machen. Ne? Und ich versuche mich ja zu verbessern. Und wenn einer von euch dabei ist,
der streamt oder was auch immer und der mir eine Idee hat, wie ich in Zukunft besser streamen kann mit besserer Qualität, einfach mal einen Kommentar da lassen, damit ich dann euch auch qualitativ gute Videos zeigen kann. Übrigens, nicht nur die zwei, Mona und Nico, es gilt natürlich für alle anderen Händler auch. Wenn ihr Bock habt auf so eine ferngesteuerte Roomtour, dann schreibt mir doch, ist doch kein Problem, wir machen das gerne, ich bin ja auch wieder auf der Suche. So, jetzt aber weiter hier im Geschirr, zeigt mal vorne das Cockpit, was hat sich denn da geändert? Habt ihr eine Automatik drin? Nee, Peugeot. Nein, Peugeot hat keine Automatik. Richtig. Weil was wir immer eigentlich größtenteils drin haben, ist unser Alpine. Natürlich mit einem schönen Megamobil-Logo. Ja, muss sein. Bei mir kommt Vanfan. Kann man auch Vanfan-Logo einmachen? Ja, oder? Ja, man kann eigentlich alles. Bei Alpine kann man eigentlich alles reinmachen. Ja, die sind natürlich mega, die Jalousien, die Blisses. Ja, das ist schon, gerade für uns YouTuber, wir können die Dashcam hängen lassen, man kann oben Schlitz auflassen, das ist echt cool. Mach mal kurz ein bisschen zu, dass man auch sieht, dass die nur bis zur Hälfte nur schließbar sind. Hebt auch, gell? Ja, hebt sauber. In jeder Stellung. Weil was wir gemacht haben, wir haben die Remis haben wir drinnen lassen. Ja. Also wir haben nur vorne in der Frontscheibe Dometic. Und an der Seite immer nur die Remis. Macht Sinn, weil mit Dometic ist manchmal das Problem, dass der Spiegel unterhalb nicht hundertprozentig sichtbar ist. Bei den Remis ist es noch. Genau. Sichtbar. Man hat es zwar ein wenig abgeändert, dass das Paket ist jetzt ein wenig schmaler geworden im 20er Modell, aber das macht Sinn, was ihr hier macht. Absolut. Cool. Über dem Fahrerhaus haben wir aber noch die Dachluke, oder? Den Stauraum, den brauche ich ja. Wir haben es jetzt offen. Das gibt es natürlich auch mit Klappe. Ja. Kann man natürlich auch. Sauber. Toll, wir haben ja ein H2-Mobil, das heißt die ganz normale Stehhöhe, für die eigentlich in jedem Kastenwagen H2-Dach ist. Und top, also das sieht echt hammermäßig aus, muss ich euch sagen. Aber jetzt, wer macht denn von euch jetzt mal den Akkitest hier im Bad? Am besten. Der Nico am besten. Nico, der ist so groß wie du. Ja, Nico. Nico, gib mal. Bei mir, schau mal. Ich hab natürlich Platz, gell? Ja, die Mona, für die ist das natürlich eine Wellness-Oase da drinnen, das ist schon klar. Und auch zum Zähneputzen gehen. Jawohl, prima. Also, aber prima. Das Wetter macht ja auch mit. Theoretisch könnt ihr da jetzt auch mal für uns die Dusche ausprobieren. Aber es ist ja Nachmittag und das ist ja für Jugend und für alle das Video, also von dem her. Nico, geh doch du mal rein. Also ihr seht, das ist aus dem wahren Leben. Hä? Da rappelt und macht und tut und so muss es sein. Der Nico ist ungefähr so groß wie ich, bisschen schmäler, aber hat gut Platz. Ne? Bisschen schmäler. Und auf alle Fälle, was ich halt immer noch geil finde, ist einfach das Bad und die Dusche vor allen Dingen. Ne? Das ist einfach geil. Macht's doch, demonstriert doch für uns mal, wie man da drinnen duscht, Nico. Sauber. Das ist ein geiles Patent. Ey. Also ich kann eigentlich auch nur duschen. Also ist absolut kein Problem. Ihr könnt sogar zu zweit duschen. Einer außen, einer innen, oder? Ja, genau. Ja? Das kommt halt im blauen Fleck bleiben dann nicht übrig. So, ich muss immer mal wieder hier auf Start und Stopp drücken. Das ist alles wegen improvisiert. Aber ich denke, das ist okay. Es macht Spaß mit euch zwei. Ja, ich glaube auch. Ich finde es geil. Absolut. Jetzt mal hier schön den Schrank über der Dinette, die Scharniere vor allen Dingen. Okay. Scharniere. Jawohl, ja. Blumenscharniere. Genau, ihr habt da richtig gute Scharniere drin. Auf der linken Seite ist das Steuergerät, habe ich gesehen. Das nimmt natürlich ein bisschen Platz weg, aber es ist halt dann versteckt und vor allen Dingen blendet es in der Nacht nicht mehr so, das ganze Kladderbautsch. Weil es wird sich da auch noch wahrscheinlich ein bisschen was ändern. Da kriegt man wahrscheinlich auch noch eine neue Einheit. Ja. Aber das kommt jetzt alles. Weil natürlich wieder schön ohne. Sauber. Macht Spaß. Was habt ihr denn für eine TV-Halterung dran, wenn ich fragen darf? Zeigt mal. Das ist die Original-TV-Halterung vom Megamobil. Okay. Also man kann es... Moment. Kann mal demonstrieren.
Ja, das ist das wahre Leben, Leute. Das ist das wahre Leben. Sogar so ein Megatechniker von mir. Jetzt. Jawohl, auch nach hinten abklappbar, ne? Ja, ja. Sauber. Mega. Und das hast du alles du selber eingebaut bei dir? Nicht. Also wenn ihr. Ja, ich höre euch, ich höre euch. Das hast du alles selber eingebaut, Nico, oder kommt das schon vom Werk? Die Halterung haben wir bei Megamobil gleich mitbestellt. Okay. Das Fernseher und die automatische Seitenlage haben wir dann drauf gemacht. Jawohl, prima, prima. Alles klar, super. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ein Stückchen weiter. Was habt ihr denn für einen Kühlschrank drin? Kompressor, Absorber, gibt es da verschiedene Möglichkeiten bei euch? Also wir verbauen eigentlich grundsätzlich nur Kompressor-Kühlschränke. Es ist zwar ein Absorber auch möglich, aber... Das ist der gleiche, wie ich habe, 90 Liter, ne? 90 Liter, genau. Jawohl, den habe ich auch, bringt man mega viel rein, langt locker für 3 Wochen Schweden, absolut easy, super. Das reicht vollkommen. Ja. Das ist jetzt, man kann auch die neue Version für den Megasport wählen. Also den, wo man auf beiden Seiten aufmachen kann. Das ist jetzt der normale von Telford. Ja. Es gibt auch den von Dometic, den wo man beidseitig aufmachen kann. Kann man auch hier verbauen. Meine, wir haben den jetzt so verbaut. Jawohl. Dann haben wir hier unseren Apothekenschrank, wo natürlich auch wahnsinnig viel Platz ist. Also der Apothekenschrank ist schon mega, aber was ich letztes Mal beim Manni vergessen habe, Nico, das musst du uns jetzt zeigen. Denn Megamobil hat eine Drittstufe. Ne? Genau. Wo wir natürlich auch wieder Platz haben. Und das ist gleichzeitig auch eine Drittstufe. Also die hebt auch was aus, oder? So, die Drittstufe, die hält auch was aus. Ne? Jetzt habe ich es verpasst. Jetzt nochmal drauf. Jawohl, also kein Problem. Da habt ihr wirklich gute Auszüge drin. Und... Also da lag ich letztes Mal falsch, wo ich gesagt habe, hier ist keine Drittstufe drin. Super, genial. Hinten habt ihr Längsbetten drin. Da gibt es ja auch 2 verschiedene Varianten. Gell? Da gibt es ja einmal den hoch- und runterfahrbar und auch das normale Bett. Vom Bett, ja, genau. Beim Megasport können wir das normale Lattenlos, wo man aufsteht. Ja. Oder man kann auch das elektrische Hochbett ordern. Ja, jetzt möchten wir euch beide natürlich da auch drin liegen sehen. Also springt mal rein in die Federn. Ja, klar. Ich kann ja immer nur alleine reinspringen. Ne? Also von dem her sieht man jetzt auch mal, wenn 2 drin liegen. Also Mona kann auch quer liegen. Jawohl. Mona kann quer. Riesenliegewiese. Sauber. Also auch nochmal für diejenigen, die jetzt denken, wir machen hier irgendwie Kinkerlätzchen. Liebesnest. Ah, ja. Also ihr vermietet das auch, ne? Das ist euer Mietfahrzeug. Ja. Ja? Schön. Also da wird man richtig neidisch, ich hier in meinem Homeoffice, ne? Von dem her, also ich denke mal, wir können das öfters machen. Jetzt nochmal ein paar coole Zahlen zu dem Fahrzeug, Nico. Habt ihr da Lithium-Batterie drin zum Beispiel oder sind normale AGM-Batterien? Bei dem jetzt ist eine normale AGM-Batterie drin. Aber natürlich, Lithium kann man natürlich ordern. Aber jetzt in dem Mietfahrzeug ist nur eine AGM-Batterie drin. Ihr verkauft auch Fahrzeuge, das heißt, ihr seid auch Ansprechpartner für Österreich und den süddeutschen Raum, also so Lindau, Friedrichshafen etc. Auch bis zu mir eigentlich, ne? Genau. Schweiz auch. Schweiz auch. Wir verkaufen jetzt mittlerweile in Schweiz, Süddeutschland, also Österreich so oder so. Und mittlerweile haben wir sogar in Südtirol und Italien auch schon verkauft. Okay. Jetzt die springende Frage, was kostet das Teil, so wie es da steht? Gut, ich muss jetzt... Für Österreich kostet das Fahrzeug, so wie es jetzt da steht, ja, um die 66.000. Ihr habt Solar auf dem Dach schon, alles drauf? Der hat jetzt keine Solardrom, ja. Aber wir sind am Überlegen, dass wir sie nachrüsten, weil doch immer wieder die Frage kommt, hat der Solar drauf? Es ist halt ein Mietfahrzeug momentan. Also wir haben den jetzt zwar relativ gut ausgestattet, aber mit der Solaranlage haben wir jetzt gesagt, das machen wir nicht. Bei Money haben wir sie drauf, ja. Aber wenn die Nachfrage immer größer wird mit Solaranlage, dann tun wir. Also bei 66.000 wäre die Solaranlage bestimmt drin. Sprecht mit eurem Händler, wie auch immer. Ich finde, es ist ein fairer Preis, wenn man überlegt, was da alles jetzt dabei ist. Ne? Ihr habt wirklich ein komplett ausgestattetes Fahrzeug. Ihr habt
eine geile 18 Zoll Felgen drauf, ihr habt Navi, ihr habt SAT drin und. Und Megamobil ist ja auch Qualität, das muss man einfach sagen, weil, jetzt gehen wir nochmal auf die Außen Sachen ein. Ihr habt natürlich eine mega geile Isolierung, ne? Ja. Die Isolierung ist natürlich top. Also wenn man auch mal in die Schränke reinschaut, da geht es innen drin auch weiter. Also das ist wirklich alles hochwertig und ziemlich gut isoliert. Also wir haben an der Seitenwände 25 mm. Ja. Am Boden haben wir 25 mm, am Dach haben wir 25 mm und sogar über der Dachhaube haben wir 9 mm. Und hinter den Schränken ist auch isoliert. Ja, das ist super. Das ist nicht nur für Isolierung an sich, für die Kälte-Wärmebrücken, das ist auch für Schall. Ne? Ihr könnt da drinnen machen, was ihr wollt, auch ein bisschen Monopoly spielen. Die stört kein Mensch. was man natürlich auch immer wieder mal sagen muss, wir verkleiden alles mit Stoff. Also wir haben nirgends im Kunststoff, bis halt die bei den Rahmenfenster, aber sonst haben wir überall Stoff gebaut. Das bringt natürlich nochmal eine zusätzliche Wärme. Ja. Im Fahrzeug, wo du das Wohlfühlgefühl hast. Ja. Steckdosen habt ihr auch genug, das weiß ich. Das ist auch eine Stärke von Megamobil. Viele Steckdosen, viele Schalter, ein schönes Ambiente-Licht auch. Also da seid ihr wirklich toll ausgestattet. Und ihr wisst ja, ich bin ein bisschen Megamobil-Fan. Aber ja, ich gucke jetzt noch mal ein bisschen, weil der Rusty hat schon große Spuren hinterlassen. Mal gucken, was es wird. Aber ich würde sagen, Leute, geht doch mal hinter das Auto, zeigt uns mal noch die schöne Garage. Megamobil gibt es jetzt auch in Rusty-Farbe. Ja, nicht nur die Farbe macht es, Mona. Nicht nur die Farbe macht es. Ne? Es ist allgemein das Bauchgefühl natürlich, wo zählt. Und das sag ich ja jedem. Das Richtige, und jeder hat sein richtiges Fahrzeug. Warte mal, ihr gebt nach hinten im Nico, Moment. Ich sehe schon, ihr habt noch jede Menge andere Fahrzeuge. Ne? Hinter euch steht... Oh ja. Wir haben da hier noch ein paar Stück stehen. Da stehen noch einige, also ihr könnt gerne mal vorbeigehen, wenn die Lage wieder besser wird. Und ich denke, es wird auch irgendwann wieder besser, aber genug zu dem Thema. Hinten haben wir ja auch wieder den ganz normalen Stauraum, wie man sehen kann. Habt ihr eine Dieselheizung drin? Ja, was? Ist eine Gasheizung drin, so wie es aussieht? Eine Gasheizung ist drin, also wir haben auch, es ist jetzt keine Dieselheizung verbaut, sondern die normale Truma 4, Gas und Elektrik. Aber natürlich, Dieselheizung ist natürlich auch machbar, das ist gar kein Thema. Also immerhin ist ja, mit Elektro auch steuerbar, das ist super. Hier haben wir die Wasserpumpe, ne? Das Druckwasser. Jawohl. Druckwasserspeicher, also es ist eine Druckwassermembranpumpe. Mhm. Also da kommt das Wasser raus wie so ein wahnsinnig viel Druck. Also das macht auch richtig Spaß beim Duschen. Ja, da kommt das raus, ne? Und gerade wenn man auch eine Außendusche hat, macht das durchaus Sinn oder hat die eine Extrapumpe, Nico? Nee, für die Außendusche. Ja. Nee, das läuft alles über Einzelstellen. Genau, da brauchen wir auch eine gescheite Pumpe, dass das alles funktioniert. Genau. Also das sieht doch super aus, muss ich echt sagen. Ich fühle mich irgendwie, wenn ich direkt im Kastenwagen wäre. Ihr macht das echt super, ihr zwei. Dankeschön. Echt cool. Also von dem her muss ich sagen, top, hinten schöne Beleuchtung dran, jawohl, so wie es sein muss. Ja, gehen wir nochmal ums Auto rum, ihr habt auch eine Markise dran, oder? Genau. Markise ist dran, jawohl. Also wirklich ein schönes Fahrzeug, jawohl. Und die Felgen hier, die gefallen mir richtig geil. Die sind richtig mega. Die Felgen, die sind mega. Ja, die sind Hammer. Ja, und das Ganze... Leider sind sie nicht winterfest, aber... Ja. Die gibt es auch, also in Schwarz gibt es auch. Die sind jetzt in Silber, Schwarz-Silber. Ja. Aber vielleicht kann man sie imprägnieren so machen, dass sie auch winterfest sind. Also, alleine schon die Schuhe von dem Fahrzeug, Leute, die kosten halt was. Ne? Und deswegen, nicht immer nur bei den 66.000 oder so hier nachgrübeln, sondern schaut mal, was da alles dabei ist an Zubehör etc. Und muss ich sagen, gefällt mir. Aber ich muss halt auch sagen, das ist jetzt österreichischer Preis, gell? Ja, genau, österreichischer Preis. Da darf man die Nova nicht vergessen, wir zahlen noch Nova. Ja. Also in der deutschen Mehrwertsteuer ist das Auto ein bisschen günstiger natürlich. Ja, um einiges günstiger wahrscheinlich sogar. Ja. Also von dem her könnt ihr jetzt auch mal locker nochmal eure Homepage nennen, wo man sich ein paar Infos holen kann. Also
Mietcamper, Megamobil. Ich kann ja mal das Emblem auch noch zeigen, dass man sich so genau merken kann. Jawohl, genau, Megamobil, Mietcamper, Megamobil Österreich, aber ganz nah an der deutschen Grenze, Lindau-Bregenz, genau am Bodensee, ist eine schöne Ecke. Ich freue mich schon wieder, wenn ich wieder bei euch sein darf, muss ich echt sagen. Wir freuen uns auch, dass wir, wenn wir mal wieder Leute begrüßen dürfen. Ja, ja, ja. Also wirklich, definitiv. Uns fehlt es schon ziemlich. Wir hätten eigentlich jetzt eine Messe gehabt und alles. Ja. Es ist ein bisschen traurig, ja. Aber wir sind froh, wenn wir eigentlich mal wieder Leute begrüßen dürfen, willkommen heißen dürfen. Und ich möchte auch noch sagen, danke an die Lkw-Fahrer, an die in der Apotheke, die Ärzte, die Verkäuferin, an alle, echt. Also tipptopp, die waren danke von ganzem Herzen und hoffen wir, dass es bald besser wird und wir uns alle umarmen können. Wir schaffen das alle miteinander. Ganz genau. Vielen Dank für eure geile Roomtour, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, der eine oder andere macht jetzt mit und dann können wir da eine neue Serie starten. Ihr habt ja auch noch andere Fahrzeuge, gell? Ja. Also, in dem Fall, hebt die Ohren steif, bis die Tage, ciao. Ja, liebe Campingfreunde, das hat doch jetzt richtig Spaß gemacht, ein bisschen ruckelig und alles, aber seht's uns nach. Das war doch jetzt trotzdem eine gute Information, ein schönes Fahrzeug, ein paar Neuerungen auch dabei, mit der Küche zum Beispiel, hat mir richtig gut gefallen und ich freue mich schon, wenn ich da live mal reinsteigen kann. Nochmal an alle Händler oder an alle Zuschauer, die Bock haben da drauf, dass wir sowas öfters machen, dann schickt doch dieses Video einfach weiter an eure Händler oder informiert sie, dass ich das mache in Zukunft und dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben auf info.vanfan@gmail.com. Auf meiner Homepage seht ihr es auch, könnt ihr mir auch eine Nachricht hinterlassen, vanfan.online. Ich würde mich freuen und sicherlich der ein oder andere, die eine oder anderen von euch auch. Man muss ja nicht immer nur schlechte Nachrichten verbreiten, sondern das Leben geht ja auch weiter. Bis dann, euer Aki. Bleibt gesund vor allen Dingen.